Hello, it's working. Hello. So nice to see you. I'm quite fine. It's so amazing. I mean, we can Skype and you're on the other side of the world. It totally feels strange. So where are you now exactly? I'm up in the mountains. It's like 2.5, maybe about 3 hours south of Santiago, yeah. And then like an hour up a mountain road, so I'm very far away from everybody. And from everything, I guess. Does it feel realistic to you to this whole scenery with Corona, or do you think you're anyway shut up from the away well, from you, the world? You can't get away from it in any sense. Yeah. Everybody, we're all in the same situation. We're all doing the same thing, stuck at home, trying to work from home, trying not to go out. It is a calmer here because I actually have to take a long walk to see someone. Okay. But so in that sense, it feels less stressful, but you really can't get away from it in any sense. International man of mystery Benjamin Labatut was born in Rotterdam in 1980 and grew up in Den Haag, Buenos Aires, and Lima. Benjamin has published two novels, one of which, Das blinde Licht, was translated and published in Germany by Suhrkamp. This would have been Benjamin's first time in Germany, but due to COVID-19, it was not to be. He comes to us now from the mountains near Santiago de Chile, where he has been gardening and spending time with his family. Durante un examen médico realizado en los meses previos a los juicios de Nuremberg, los doctores notaron que las uñas de las manos y los pies de Hermann Göring estaban teñidas de un rojo furioso. Pensaron equivocadamente que el color se debía a su adicción a la dihidrocodeína, un analgésico del que tomaba más de 100 pastillas al día. Según William Burroughs, su efecto era similar al de la codeína y al menos dos veces más fuerte que el de la codeína, pero con un filo eléctrico parecido a la coca, razón por la cual los médicos norteamericanos se vieron obligados a curar a Göring de su dependencia antes de que compareciera ante el tribunal. No fue fácil. Cuando las fuerzas aliadas lo capturaron, el líder nazi arrastraba una maleta que no solo contenía el esmalte con que Göring se pintaba las uñas cuando se disfrazaba como Nerón, sino más de 20.000 dosis de su droga favorita. Casi todo lo que quedaba de la producción alemana de ese fármaco a finales de la Segunda Guerra Mundial. Su adicción no era excepcional. Prácticamente todas las tropas de la Wehrmacht recibían metanfetaminas en tableta como parte de sus raciones. Comercializadas con el nombre Pervitin, los soldados las usaban para mantenerse despiertos durante semanas, completamente desquiciados, alternando entre el furor maníaco y un letargo de pesadilla, esfuerzo que llevó a muchos a sufrir arranques incontenibles de euforia. Reina un silencio absoluto. Todo se vuelve insignificante e irreal. Me siento completamente ingrávido, como si volara por encima de mi avión, escribió un piloto de la Luftwaffe años después, como si estuviera recordando el arrebato silencioso de una visión beatífica en vez de los días de perro de la guerra. El escritor alemán Heinrich Boll mandó varias cartas a su familia desde el frente, solicitando que le enviaran nuevas dosis del fármaco. Es duro aquí, escribió a sus padres el 9 de noviembre de 1939. Y espero que entiendan si solo puedo escribirles cada 2 o 3 días. Hoy lo hago principalmente para pedirles más permitir. Los quiero. Jaime.
El 20 de mayo de 1940 les escribió otra carta, larga y apasionada, que termina con la misma solicitud. ¿Pueden conseguirme un poco más de pervitin para tener un suministro de respaldo? 2 meses después, sus padres recibieron una sola línea trémula. Si llegara a ser posible, por favor envíenme más pervitin. Hoy se sabe que las metanfetaminas fueron el combustible con que Alemania sostuvo la embestida imparable de la Blitzkrieg y que muchos soldados sufrieron ataques psicóticos mientras sentían el amargor de las tabletas derritiéndose en sus bocas. Los altos líderes del Reich, en cambio, saborearon algo muy distinto cuando su guerra relámpago fue extinguida por las tormentas de fuego de los bombarderos aliados. Cuando el invierno ruso congeló las orugas de sus tanques y el Führer ordenó quemar todo lo que tuviera valor dentro del territorio nacional, para no dejar más que tierra quemada a las tropas invasoras. Enfrentados a la derrota absoluta, superados por la imagen del horror que habían invocado sobre el mundo, eligieron una salida rápida. Mordieron cápsulas de cianuro y fallecieron ahogados en el dulce olor a almendras que emite ese veneno. Una ola de suicidios arrasó Alemania en los meses finales de la guerra. Solo en abril de 1945, 3.800 personas se mataron en Berlín. Los habitantes del pequeño pueblo de Demmin, ubicado al norte de la capital, a unas 3 horas de distancia, cayeron en un pánico colectivo cuando las tropas alemanas, en retirada, dinamitaron los puentes que conectaban el pueblo con el resto del país, quedando atrapados por los 3 ríos que cercaban aquella península, indefensos ante la crueldad del ejército rojo. Cientos de hombres, mujeres y niños se quitaron la vida en tan solo 3 días. Familias completas entraron caminando a las aguas del Tollense, amarradas con una cuerda alrededor de sus cinturas, como si fuesen a jugar un espantoso tira y afloja, con los niños más pequeños cargando rocas en sus mochilas de colegio. El caos llegó a tal punto que las tropas rusas, que hasta ese momento se habían dedicado a saquear las casas del pueblo, quemar los edificios y violar a las mujeres, recibieron órdenes de contener la epidemia de suicidios. En 3 ocasiones distintas, tuvieron que rescatar a una mujer que intentaba colgarse de una de las ramas del gigantesco roble que crecía en su jardín, entre cuyas raíces ya había enterrado a sus 3 hijos, luego de haber espolvoreado sus galletitas, un último deleite con veneno para ratas. La mujer sobrevivió, pero los soldados no pudieron salvar a una niña y evitar que se desangrara después de abrir sus venas con la misma navaja que había usado para cortar las muñecas de sus padres. Ese mismo deseo de muerte se apoderó de la plana mayor del nazismo. 53 generales del ejército, 14 de la Fuerza Aérea y 11 de la Marina se suicidaron, además del ministro de Educación, Bernhard Rast, el ministro de Justicia, Otto Thierack, el mariscal de campo, Walter Model, el zorro del desierto, Erwin Rommel, y por supuesto, el mismísimo Führer. Otros, como Hermann Göring, dudaron y fueron capturados con vida, aunque solo lograron posponer lo inevitable. Cuando los doctores lo declararon apto para el juicio, Göring fue juzgado por el tribunal de Núremberg y condenado a morir en la horca. Pidió ser fusilado. No quería morir como un criminal común y corriente. Cuando supo que iban a negarle su último deseo, se mató mordiendo una ampolla de cianuro que había escondido en un frasco de pomada para el pelo, al lado del cual dejó una nota donde explicaba que había elegido darse muerte por su propia mano, como el gran Aníbal. Los aliados intentaron borrar todo rastro de su existencia. Removieron los fragmentos de vidrio de sus labios y enviaron su ropa, sus efectos personales y su cadáver desnudo al crematorio municipal del cementerio de Ostfriedhof, en Múnich, donde uno de los hornos fue encendido para incinerar a Göring, mezclando sus cenizas
con el polvo de miles de presos políticos y opositores al régimen nazi, guillotinados en la prisión de Stadenheim, niños con discapacidades y pacientes psiquiátricos asesinados por el programa de eutanasia Action T4, e incontables víctimas de los campos de concentración. Lo poco que quedó de su cuerpo fue esparcido a medianoche en las aguas del Ventsbach, un pequeño riachuelo elegido al azar de un mapa, para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación para las generaciones futuras. Pero todos esos esfuerzos fueron en vano. Hasta el día de hoy, coleccionistas del mundo entero siguen intercambiando los objetos y pertenencias del último gran líder nazi, comandante en jefe de la Luftwaffe y sucesor natural de Hitler. En junio de 2016, un argentino gastó más de 3.000 euros en un par de calzoncillos de seda del Reichsmarschall. Meses después, el mismo hombre pagó 27.000 euros por el cilindro de cobre y zinc que había recubierto la ampolla de vidrio que Göring trituró entre sus dientes el 15 de octubre de 1946. Das blinde Licht, übersetzt von Thomas Robert. Preußischblau. Bei einer Untersuchung Monate vor Beginn der Nürnberger Prozesse fiel den Ärzten auf, dass Hermann Görings Finger und Fußnägel knallrot gefärbt waren. Auf den ersten Blick führten sie dies auf seine Abhängigkeit von Dihydrocodein zurück, einem Schmerzmittel, von dem er täglich mehr als 100 Tabletten zu sich nahm. William Burroughs zufolge ist die Wirkung vergleichbar mit Heroin, doppelt so stark wie Codein, aber mit einer Dröhnung wie Kokain, weshalb die Amerikaner sich gezwungen sahen, Göring von seiner Sucht zu heilen, ehe er vor Gericht erscheinen konnte. Es war nicht einfach. Bei seiner Festnahme durch die Alliierten hatte man in den Koffern, die der NS-Führer mitschleppte, nicht nur den Nagellack gefunden, den er auftrug, wenn er sich als Nero verkleidete, sondern auch mehr als 20.000 Paracodin-Pillen, seine bevorzugte Droge, und fast der gesamte Restbestand der von dem in Deutschland hergestellten Medikament am Ende des Zweiten Weltkriegs geblieben war. Ungewöhnlich war eine solche Abhängigkeit nicht. Praktisch alle Truppen der Wehrmacht erhielten Methamphetamintabletten als Teil ihrer Verpflegung. Im Handel, bekannt unter dem Namen Pervitin, nahmen Soldaten sie, um sich aufzupuschen und wochenlang wach zu halten, pendeln zwischen manischem Furor und albtraumhafter Benommenheit, eine Überbelastung, die bei vielen in Euphorie umschlug. Es ist beinahe wie Schweigen hier oben, alles wird unwesentlich und abstrakt, entrückt, als ob ich selbst über meinem Flugzeug flöge, schrieb ein Pilot der Luftwaffe Jahre später, als erinnerte er sich an die stille Verzückung, selige Anschauung, nicht an die Niederungen des Alltags im Krieg. Heinrich Böll schickte von der Front mehrmals Feldpost an seine Familie, in der er bat, ihm weiteren Nachschub zu senden. Der Dienst ist stramm, schrieb er seinen Eltern am 9. November 1939, und ihr müsst verstehen, wenn ich späterhin nur alle 2 bis 4 Tage schreibe. Heute schreibe ich hauptsächlich um Pervitin, euer Heim. Am 20. Mai 1940 schrieb er ihnen einen langen, aufgewühlten Brief, der er mit gleicher Bitte endete. Vielleicht könntet ihr mir noch etwas Pervitin für meinen Vorrat besorgen? 2 Monate später war es nur noch eine hingeworfene Zeile. Schickt mir nach Möglichkeit bald noch etwas Pervitin. Methamphetamin war, wie man heute weiß, der Treibstoff für Deutschlands Blitzkrieg. Mit seinem unaufhaltsamen Vormarsch und viele Soldaten erlitten psychotische Anfälle, als sie spürten, wie sich die bitteren Pillen in ihrem Mund auflösten. In den oberen Etagen des Deutschen Reichs dagegen schmeckte man etwas ganz anderes, als der russische Winter die Ketten ihrer Panzer erstarren ließ, als unter dem Feuersturm der alliierten Luftangriffe jede Siegesgewissheit erlosch und Hitler befahl, auch innerhalb des Reichsgebietes alles von Wert zu zerstören, um den heranrückenden Truppen nicht zu lassen als verbrannte Erde. Angesichts der totalen Niederlage, bezwungen von dem Bild des Schreckens, das sie über die Welt gebracht hatten,
wählten die Verantwortlichen einen raschen Abgang. Sie bissen auf Zyankali-Kapseln und erstickten unter dem lieblichen Mandelduft des Gifts. Eine Suizidwelle schwappte in den letzten Kriegsmonaten durch Deutschland. Allein im April 1945 nahmen sich in Berlin 3.800 Menschen das Leben. Die Bewohner der Kleinstadt Demmin, etwa 3 Stunden nördlich der Hauptstadt, erlagen einer Massenpanik, als die deutschen Truppen auf ihrem Rückzug nach Westen die Brücken hinter sich sprengten und sie auf ihrer Halbinsel in der Falle zurückließen, umgeben von 3 Flüssen, hilflos den Grausamkeiten der Roten Armee ausgeliefert. Hunderte Männer, Frauen und Kinder starben in nur 3 Tagen von eigener Hand. Ganze Familien gingen ins Wasser der Peene und Teunze, aneinander gebunden mit Stricken um die Taille wie bei einem grausigen Tauziehen, die kleineren Kinder beschwert mit ihren Schulranzen voller Steine. Der Schrecken nahm solche Ausmaße an, dass die russischen Truppen, die sich darin ergingen, Wohnungen zu plündern, Häuser niederzubrennen und Frauen zu vergewaltigen, Befehl erhielten, der Selbstmordepidemie Einhalt zu gebieten. 3-mal mussten sie eine Frau von der stattlichen Eiche in ihrem Garten herunterholen, an der sie sich zu erhängen versuchte und in deren Schatten sie bereits ihre 3 Kinder begraben hatte. Sie hatte ihnen, eine letzte Leckerei, Plätzchen gebacken, in die sie Rattengift mischte. Die Frau überlebte, aber die Soldaten konnten nicht verhindern, dass ein Mädchen verblutete, das die Klinge des Rasiermessers, mit dem sie bereits ihren Eltern die Pulsadern aufgeschnitten hatte, ans eigene Handgelenk setzte. Ein ähnlicher Todeswahn ergriff auch die höheren Ränge der Nationalsozialisten. 53 Generale des Heeres, 14 der Luftwaffe und 11 Admirale der Marine nahmen sich das Leben. Außerdem der Erziehungsminister Bernhard Rust, der Justizminister Otto Thierack, der Feldmarschall Walter Model, der Wüstenfuchs Erwin Rommel und natürlich der Führer selbst. Andere, darunter Hermann Göring, waren zögerlicher und ließen sich gefangen nehmen, auch wenn sie damit das Unvermeidliche nur hinausschoben. Als die Ärzte ihn für verhandlungsfähig erklärten, wurde Göring vom Internationalen Militärgerichtshof zum Tod durch den Strang verurteilt. Er stellte den Antrag, erschossen zu werden. Er wollte nicht wie ein gewöhnlicher Krimineller sterben. Kaum erfuhr er, dass man ihm seinen letzten Wunsch verwehrte, tötete er sich selbst mit einem Biss auf eine Zyankali-Kapsel, die in einem Pomadendöschen versteckt hatte. Dazu erklärte in einem Brief, er habe die Todesart des großen Hannibal gewählt. Die Alliierten beschlossen, alle Spuren seiner Existenz auszulöschen. Sie zogen ihm die Glassplitter aus den Lippen und schickten seine Kleidung, seine sonstigen Sachen und seinen nackten Leichnam ins städtische Krematorium auf dem Münchner Ostfriedhof, wo man einen der Öfen anfachte, um Göring zu verbrennen, auf dass seine Asche eins werde mit dem Staub der Tausenden von politischen Häftlingen und Gegnern des Naziregimes, die in Gefängnissen wie Stadelheim unter dem Fallbeil starben, der Psychiatriepatienten und Kinder mit Behinderungen, die im Rahmen der Euthanasie-Programms Aktion T4 ermordet wurden, all der Opfer in den Konzentrationslagern. Das bisschen, was nach dem Erlöschen des Feuers von ihm blieb, wurde des Nachts in den Wenzbach gestreut, ausgewählt aufs Geratewohl auf einer Landkarte, um zu verhindern, dass sein Grab für künftige Generationen zu einer Pilgerstätte würde. Aber alle Mühe war umsonst. Bis heute tauschen Sammler auf der ganzen Welt Gegenstände aus dem Besitz der letzten der großen Nazis, Oberbefehlshaber der Luftwaffe und einst designierter Nachfolger Hitlers. Im Juni 2016 zahlte ein Argentinier mehr als 3.000 Euro für eine Seidenunterhose des Reichsmarschalls. Monate später blätterte derselbe Mann 26.000 Euro hin für die Messinghülse, in der die Glasampulle steckte, die Göring am 15. Oktober 1946 zwischen seinen Zähnen zerbiss. Okay, greetings from Berlin and 1000 times thank you, also greetings from my team. We're actually 5 persons, but I'm the only one right now here with a webcam and whatever. Well, thank you all so much for your interest and for the time you're taking, and take care of yourself. Take also care. Bye.